So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier an Glöckchen haben dieses Jahr. Oh, mal ranholen hier. So, das ist die 4,5er. Die habt ihr vorhin schon gesehen im Review. Ganz exklusiv. Ja, die brauche ich euch nicht weiter zu erläutern. Und was haben wir hier? Das ist eine Non-Blowback. Verschluss ist fest. 4,5 mm. Sieht so aus. Und da haben wir das Stangenmagazin, ist auch Windgun, so wie schon bei der 19 Generation 3. Aber auch hier alles in gewohnter Qualität, Markings, alles super. So, dann gucken wir mal, was es noch für feine Glöckchen gibt. Christian, was haben wir hier? Ja, wie man unschwer erkennen kann, der Glöckchenliebhaber kennt sofort, das ist die Glock 19X. Ach, Wahnsinn! Wir haben die in zwei Versionen. Wir haben die einmal als CO2-Blowback-Waffe, das sieht man hier an dem langen Magazin. Das heißt hier, das ist ein All-in-One-Magazin, nennen wir das. Da kommt hier dann direkt die CO2-Kapsel rein. Und auch die BBs. Mhm. Ja, Blowback hat natürlich, wie alle unsere Glockwaffen, die Original-Markings hier oben. Beidseitige Bedienelemente. Ja, die Glock 19X. Dann könnt ihr den Unterschied mal sehen zur Wingarn-Variante. Das, was ich euch schon im Video sagte, die Beschichtung, die ist hier natürlich authentischer, viel besser. Alles richtig gemacht, top. Ich habe da gerade noch ein paar Sachen, die ich dazu sagen kann. Ja, der Christian erzählt uns dazu gleich noch was. Also, um das Shoot-Up anzustellen, ganz einfach hier vorne mit einem Imbusschlüssel. Ah, das ist ja super. Shoot-Up verstellen. Okay. Und was vielleicht noch interessant ist, diese Waffe wird in dem Original Glock-Koffer geliefert. Auch in diesem Farbton wie die Waffe. Und auch dabei ist noch ein Rubber-Patch mit der Glock 19X. Das ist also auch noch im Lieferumfang mit dabei. So wie hier auch. Genau. Hab ihn schon gefunden bei der hier. Ja. Das, ja, prima. Aber, um dazu zu sagen. Ist natürlich eine optimale Sache. Da muss man die ganze Teile nicht zerlegen. Ja? Gerade für die Airsoft-Spieler eine sehr interessante Sache. Genau. Das dann gleich so ohne Probleme einstellen zu können. Das passt. Der Patch da noch halt mit dabei, wenn man sich irgendwo hinkleben kann. Und halt auch der schöne Koffer. Sehr, sehr cool. Ja, ja, das passt. Ach, ab Sommer erst. Ab Sommer erst erhältlich. Ah, mal gucken. Okay. So, was hast du denn da noch für eines? Ja, wenn man unschwer erkennen kann, die Glock 18C. In den Airsoft-Bereich mit einem 50-Schuss-Magazin. In Deutschland leider nur in semi-automatisch. Ah, ja. Wenn man das nicht hat und in anderen Ländern lebt, dann kann ich hier mit dem Hebel zwischen Single-Shot und vollautomatisch wählen. Ja. Ja. Ansonsten Gas-Blowback-Waffe, wie gesagt, 50 Schuss, wo man auch noch eine Aussparung, genau, von dem Original auch kennt. Markings-Original. Also das ist auch eine bestimmte Waffe, auf die viele gewartet haben. Generation 3 das Stück. Ja. Ja. Hersteller VFC. Und der Dominik hat mir vorhin auch schon verraten, was ja eigentlich ganz logisch ist, dass hier aufgrund der hohen Besucherzahl der Verschluss x-mal gezogen wird von dem einen oder anderen Besucher. Also das Ding ist hier schon 100-mal bedient worden. Und schaut euch mal die Beschichtung hier an. Normalerweise wäre das Ding schon blank. Das hat man so gut gemacht, dass das eben nicht mehr passiert. Generation 3 ist hier noch nicht von vorne einstellbar. Aber die Beschichtung, die ist grandios. Da gibt es nichts dran zu meckern. Und es gibt auch hier neben der Glock 18C noch eine weitere Neuheit, die ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Und zwar die Glock 19 Generation 4, auch eine Gas-Blowback. Da hatten wir bislang nur die Generation 3. Die zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Auch alles wunderschön beschichtet hier. Und auch die hier vorn einzustellen mittels eines Sechskantschlüssels, der im Lieferumfang dabei ist. Und auch hier haben wir, ich demonstriere euch das auch noch mal ganz kurz, da kann man drüber ziehen, wie man will, da schrabt nichts ab, super Sache. Also das passt richtig gut und die werden wir auch noch reviewen, genauso wie die 18C und dann gehe ich im Review auch noch mal ganz genau drauf ein, wenn ich eins dieser wunderschönen Teile auf dem Tisch habe. Okay. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht.
Kannst dir einen Pferdeappel nehmen, das soll deine Belohnung sein.